Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kurt, als erstes will ich auf Sie eingehen. Manche Dinge, die Sie da so vorschlagen, sind nicht so schlecht. Könnten wir uns bestimmt mit anfreunden. Aber Sie wollten am Anfang nicht mit uns eine Koalition eingehen. Und jetzt müssen Sie mit dem zufrieden sein, was wir mit der SPD zusammengearbeitet haben. Aber ich möchte eins tun, und ich möchte als allererstes unseren beiden Staatssekretären, Herr Dr. Meister ist leider nicht da, aber Frau Lösekuk-Müller ist da, und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den Ministerien Arbeit und Soziales und Finanzen danken. Die Vorbereitungen für dieses Gesetz waren sehr, sehr umfangreich, waren intensiv, waren auch sehr diskursiv am Anfang in dem, was jeder von uns wollte. Und zu jeder Zeit haben Sie uns aus beiden Häusern mit Ihrer Expertise zur Seite gestanden. Die Zusammenarbeit mit Ihnen hat bei allem Ernst in der Sache mir viel Spaß gemacht, und deswegen meinen ganz herzlichen Dank dafür. Geeint hat uns über alle Differenzen hinweg das Ziel dieses Gesetzes: mehr Vorsorge für das Alter bei Menschen mit kleinen Einkommen und für Mitarbeiter in kleinen Betrieben. Ihnen wollen wir bessere Möglichkeiten geben, neben der gesetzlichen Rente eine betriebliche Altersvorsorge anzusparen. Wir halten das Mehrsäulensystem unserer Altersvorsorge hoch, denn wir halten es für gerecht gegenüber den Generationen und für eine solide Basis, die Vielfalt unserer Lebenswirklichkeit am besten zu bedienen. Deshalb haben wir uns in dieser Legislaturperiode damit auseinandergesetzt, wie wir die zweite Säule, also die betriebliche Altersvorsorge, stärken können. Deshalb haben wir uns als Union auf mehrere wesentliche Punkte konzentriert, die auch nicht zu Unrecht häufig beklagt wurden. Erstens, wir wollen dem Grundsatz weiterhin Geltung verschaffen: wer freiwillig für das Alter vorsorgt, muss mehr haben als der, der es nicht tut. Und das haben wir erreicht. Selbst wenn es im Leben arbeitstechnisch nicht gut läuft und jemand im Alter auf Grundsicherung angewiesen ist, kann er sich darauf verlassen, dass er bis zur Höhe des halben Hartz-IV-Satzes, heute 202 Euro, eine zusätzliche Rente behalten darf. Das ist gerecht, und das motiviert in jungen Jahren, einfach mal mit dem Sparen für das Alter anzufangen. Zweitens, es ist uns wichtig, dass die Systematik stimmt. Einmal im Leben muss jedes Einkommen aus Arbeit in der Sozialversicherung verbeitragt und beim Finanzamt versteuert werden. Auch diesem Grundsatz haben wir für die Zukunft zu seinem Recht verholfen. Denn wer heute in der betrieblichen Altersvorsorge spart, sei es durch Entgeltumwandlung oder auch zusätzliche Beiträge des Arbeitgebers. Ich finde, wir sollten auch mal sagen, dass die Mischfinanzierung des Ganzen in der die Regel ist in Deutschland. Der kann sicher sein, dass er nicht schlechter gestellt ist als der private Altersvorsorgesparer. In der betrieblichen Altersvorsorge spare ich aus meinem Bruttolohn, also vor Steuern und vor Verbeitragung in der Sozialversicherung. In der privaten Altersvorsorge spare ich aus meinem Nettolohn, also nach Steuern und nach Verbeitragung in den Sozialversicherungen. Und hier haben wir dafür gesorgt, dass ein Großteil der beim Arbeitgeber eingesparten Sozialversicherungsbeiträge aus Entgeltumwandlung in den Sparvertrag mit einfließen muss. Und damit kann es zukünftig unter normalen Umständen nicht mehr zu Doppelverbeitragungen in der Kranken- und Pflegeversicherung kommen. Auch steuerrechtlich haben wir übrigens beide Augen darauf, dass in der Umstellungsphase auf die nachgelagerte Besteuerung bis 2040 niemand doppelt zur Kasse gebeten wird. Das ist uns wichtig, denn nur ein faires Miteinander zwischen dem Staat als Kollektiv der Steuerzahler und dem einzelnen Individuum bewahrt die Akzeptanz, die eine freiheitlich und individuelle Verantwortung ausgerichtete Gesellschaft braucht. Und das ist gerade wichtig beim Thema Altersvorsorge. Drittens, wir wollen erreichen, dass auch gerade Geringverdiener sich in dieser Form der Altersvorsorge annähern. Ihnen stellen wir deshalb ein Zuschussmodell zur Verfügung, wie wir es bisher in der betrieblichen Altersvorsorge nicht gekannt haben. Einfach und unkompliziert, Peter Weiß hat es eben schon gesagt, können Arbeitgeber nun bis zu 480 Euro pro Jahr in die Altersvorsorge ihrer Arbeitnehmer stecken und sich davon 30% über die Lohnsteuer erstatten lassen. Bei aller Komplexität, die die Form der Altersvorsorge hat, und ich werde niemandem mehr versprechen, dass es einfacher wird, solange wir diesen Koalitionspartner haben, lohnt es sich gerade jetzt für Menschen mit kleinem Einkommen. Doch es gibt eine Stelle,
die die Arbeitgeber zur Reduktion ihrer Komplexität in der Altersvorsorge nutzen können. Wir haben den prozentualen Anteil, den die Arbeitnehmer steuerfrei sparen können, auf 8% der Beitragsbemessungsgrenze verdoppelt. Damit gibt es jetzt die Möglichkeit, mehrere Versorgungswerke in Unternehmen zusammenzufassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn davon rege Gebrauch gemacht wird, denn dieser Wunsch ist vielfach auch aus mittelständischen Unternehmen an uns herangetragen worden. Ich sprach eben von der geringen Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge in kleinen und mittleren Unternehmen und bei Geringverdienern. Nachdem wir nun viele berechtigte Einwände berücksichtigt und die Regeln verbessert haben, wollen wir eben auch über ein betriebliches Opting-out einen sanften Hinweis geben, dass es wichtig ist, sich mit seiner persönlichen Vorsorge auseinanderzusetzen. Nach den Erfahrungen in den Niederlanden und Großbritannien ist dies ein wichtiger Schritt hin zu einer stärkeren Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge. Denn auch nach dieser Abstimmung bleibt die Frage eines sicheren Einkommens oder Auskommens im Alter weiter auf der politischen Agenda. Auch über diese Wahlperiode hinaus, am 24.09. endet nicht die Welt. Doch eins muss allen klar sein: Die betriebliche Altersvorsorge wird sich nur dann bewähren, wenn wir die Regelungen, die wir heute beschließen, nicht in späteren Beschlüssen wieder konterkarieren. Wir werden dauerhaft nur dann Menschen davon überzeugen können, vorzusorgen, wenn wir das Vertrauen, das sie in dieses Gesetz setzen, auch in Zukunft bewahren und wenn sie bestätigt sehen, dass finanzielle Sparbemühungen im aktiven Leben dann auch im Ruhestand tatsächlich belohnt werden. Herzlichen Dank. Als letzter Redner in der Aussprache hat Martin Rosemann für die SPD-Fraktion das Wort.